hier dran, dann haben wir wieder die 0 und können die Löcher erstmal dicht machen hier. Und dann hier nochmal die 9. Okay, dann haben wir, dann schauen wir jetzt mal nach einer richtigen Spitzhacke. Stahlspitzhacke. Okay. Es gibt nur diese eine, Eisen und Stahl. Okay. Ich schiebe mir mal noch eine Stahl rein. Dann nehme ich nochmal die 6. Die 7. Die 8. Okay. Dann haben wir erstmal hier das schön runter. Es wird eine Weile dauern. Klar. Es ist so schwierig. Aber wir überleben erstmal die Nacht. Das ist ja besonders wichtig. Wir haben uns zweimal verbaut, einmal hier, einmal da. Was soll's, müssen wir durch. Energy Twinks. Gibt es sowas auch? So, Quatsch. Mega Quatsch. Was haben wir denn hier? Ist ein Rezept. Rezept braucht keiner. Rote Beete interessiert auch keinen. Großvaters Mondschein. Okay. Ist das Alkohol? Ach du Scheiße. Dann machen wir wieder die 8, nee, die 9. So. Wow, mit diesem Energy Drink und den Alkohol. Ey, ich sehe jetzt sowas von doppelt. Das macht irgendwie Spaß. Aber wir haben ja, ja, ist manchmal mit dem Bauen etwas schwierig. Wenn das da so sich etwas entzieht. Wie lange braucht denn der Alkohol, um sich abzubauen? Das ist ja nicht mehr normal. Das wird später, also hier kommen keine Fenster rein, aus dem ganz anderen Grund. Hier kommen später meine Truhen rein und so weiter. Ich werde hier ein Loch in die Decke machen. Muss ich erstmal gucken. Gibt es was wie eine Leiter? Eine Leiter gibt es auch. Die kann man nämlich dann hoch machen hier zum Beispiel. Und dann kann man nämlich oben muss ich nicht doppelt bauen. Das ist nur hier unten. Damit die nicht unbedingt so durchkommen. Und dann kann ich mich oben dann so weit wie möglich einrichten. Aber dass wir erstmal hier eine Grundbasis haben, das ist erstmal der Anfang vom Ende hier. Nachts müssen wir uns wirklich immer einschließen, ob wir wollen oder nicht. Ich werde das später noch alles schön mit Sprengstoff und Minen machen. Und dann, ja, dann können die auch gar nicht mehr so nah ran, auch mit Pfeilen und so weiter. Das werde ich auch noch alles machen. Das wird aber, ja, das werden wir mal sehen. Ich nehme das ja auf, wie ich das aufbaue. Und dann geht das schon alles. Aber erstmal muss dieser Mist hier weg. So. Dann kann ich gleich mal gucken. Ein Glas. Durch kugelsicheres Glas. Ich mache das mal hier rein. Ich baue das einfach mal hin. Okay. Jetzt gehe ich mal mit der Spitzhacke drauf. Das ist doch klasse.
Da werden sie ein bisschen beschäftigt sein, um das abzubauen. Es ist erstmal nur ein Test, klar, habe ich mir jetzt ein bisschen mehr Arbeit aufgebrummt, aber es ist besser. Wenn man das erstmal ausprobiert, dieses kugelsichere Glas, das ist perfekt zum Rausschauen. Das werde ich oben machen. Und damit wir dann quasi, naja, die immer schön sehen, wenn es drauf ankommt. Weil damals war noch das Glas da drin, da hätten sie mal dran geklopft. Das klopfe ich ja schon selber dran. Und ja, so bin ich gerade wieder. Ich habe gerade noch eine Meldung auf hier über YouTube bekommen. So eine Art Kommentar. Habe ich gleich mal einen Daumen hoch gemacht. Da ich das gelesen habe, da ich das gut finde, den Kommentar und so weiter. Um einfach mal meine Zuschauer, damit sie sehen, dass ich auch präsent bin. Ich kann nicht immer schreiben, weil wenn ich jetzt hier spiele, kann ich nicht einfach schreiben. Das wird ja alles ewig dauern. Und na komm. Macht das Ding jetzt kaputt. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust hier mehr ewig hier dran zu kleben. Jetzt ist aber auch schon 5 Uhr und was zerquetscht. Jetzt gucke ich mal, wie sieht es mit den Türen auf. Ja, das ist erstmal ganz gut. Was ist das denn? Krass. Was war das? Ist das hier mal normal? Boah, Klappe zu, Affe tot. Die 8. Meine Fresse aber auch. Das war ja mal echt eine Nummer für sich. Ob ich den da hinten drauf lasse, vielleicht lasse ich nur noch, da kann ich noch ein paar Blumen, kann ich einmal Blumen draufstellen. Der kommt jetzt hier weg. Da kann ich mal gucken, es gibt auch sowas wie Blumen. Blumen, Blumen. Blumen B, nein. Aber Pflanzen. Meine Güte. Ihr wollt es ja einmal politisch korrekt haben. Ü-Pflanz. Okay. Ja. Ja. So, dann nehme ich mal die 0. Wo ist er denn hier hinten? Dann hat das wenigstens noch einen Nutzen. Wenn man hier reinkommt. Aber ich will unbedingt das Ding jetzt hier abreißen mal. Weil es geht mir langsam auf den Senkel. Einmal verbaut und ja, das hängt mir das ewig hinterher. Hier muss man echt aufpassen beim Bauen. Weil sonst hat man hier echt wirklich Probleme. So, du hast keine Ausdauer mehr, jetzt aber schon. Na komm, mach das Ding mal platt hier. So, weil ich will euch gleich nochmal zeigen, was ich dann draußen mache. Gut, das ist so eine, das wird hier mein Schutzbunker sein, wenn alle Stränge reißen, dass ich mich hier reinsetze. Da wo alles dann ist quasi, also Schlafbereich und so weiter, Spawnbereich, dass der am meisten geschützt ist. Und alles andere wird dann relativ weit offen sein. Ich werde mal gucken.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.